Bin verboten war. Gut, Karawane haut ab. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Stockpile, wo Käfige aufgestellt werden sollen. Gucken wir mal nach unserem Pond währenddessen. Der füllt sich ja ganz langsam. Warum auch immer da jetzt auf einmal ein Pott steht. Was machen die Masons? Masons sind hier, trinken die Tailing Floor. Okay. Der konstruiert ein Building. Und ja, ich habe den einen Holzfäller als Mut gekennzeichnet. Construct Building Creature. Okay, der baut jetzt hoffentlich eine von den Rampen auf. Und ja, ich glaube, wenn das so weitergeht, werde ich mich wahrscheinlich doch mal mit Pumpen beschäftigen und einfach eine Handpumpe aufstellen, die den Pond hier füllt. Okay, wir haben eine Kiln und wir haben eins tiefer. Wir haben unsere Metallschmieden. Hier können wir jetzt Waffen und Munition herstellen aus verschiedenen Materialien. Natürlich auch Armor. Wir können sogar Furniture herstellen. Siege Equipment. Trap Components. Other Objects. Iron Anvil. Iron Crafts. Iron Goblet. Ja. Das kann alles hier hergestellt werden. Und hier können wir Collect Clay. Okay. Achso, das hier ist ein Brennofen für Lehm. Clay Hive. Okay, dann. Okay, und du brauchst einen Mason. Wie sieht es bei unserem Eingang aus mittlerweile? Die verkrümeln sich langsam, das Wasser wird immer mehr. Und es regnet draußen. Aber unsere Zwerge füllen unermüdlich. Wer wird hier beschossen und von wem? Chaos? Ja. Sag bloß, die beschießen hier gerade Chaos. Kann gut möglich sein. Okay. Wie weit ist der Raum? Na, der wird langsam. Ja, das da muss alles noch gesmoothed werden. Und unser Mutzwerg ist melancholisch geworden. Was hat er jetzt vor? Folgen wir ihm mal. Will er jetzt auch in den Hungerstreik treten? Folgen bitte abbrechen. Ja, es scheint so. View Units. Was machst du denn gerade? Du bist von Melancholie. Also du bist Depri. Deswegen schleichst du da jetzt so rum und machst nichts. Okay. Das ist zwar nicht so, ganz so schön.
Rockblocks wird alles noch im Auftrag gegeben. Ist alles noch im Auftrag? Weil die Masons gerade damit beschäftigt sind, hier die Sachen zu bauen, oder? Phil Pons, Detail Floor. Ja, die sind alle mit Floor Detailing beschäftigt. Na ja, gut, je schneller sie das fertig kriegen, umso besser. View Creature, mal sehen, was hat er für Kills? Was zur Hölle? Er hat einen Elf umgebracht? Da ist ein toter Kobold. Nochmal bitte. View Creature Kills. Ach, das war 124. Okay. Tuffs. Also, was wir gedacht haben. Also, er fühlt sich miserabel. Okay. Vielleicht wird er wieder unmelancholisch. Geht normal an die Arbeit. Hoffentlich. Oder er verhungert da einfach. Da nämlich. Nein, das ist mein Wut. Wo ist mein Mut? Bist du mein Mut? Nein, du bist auch Wut. Okay, wo bist du, Mut? Okay, der schleicht da einfach rum. Und ist deprimiert. Das wird hoffentlich irgendwann nachlassen. Oder wir machen folgendes. Ich habe zwei Gemcutter. Ich versuche mal was. Building Workshop. Jewel Workshop. Gabro, so. Waiting for Construction. Und dann haben wir hier, ja, View Items in Buildings. Wir haben einen Tin Cage, einen Lead Cage und einen Zink Cage. Wir schmelzen mal den Zinnkäfig ein, in der Hoffnung, dass wir einen Zinnbarren rausbekommen. So, wir haben einen Jewel, der soll einen Gem cutten. So. Vielleicht, wenn wir ganz schnell alles zusammenkriegen, was gebraucht wird für den melancholischen Zwerg. Also das war ein Shiny Bar. So ein Creature. Vielleicht können wir dadurch seine Melancholie beenden. Und die Smeltery braucht immer noch einen Mason. Okay, und mein Leader, Noble, hat ein Mandat erhoben. Mal sehen, was denn für eins. Backloss. Okay. Backloss kriegen wir hin. Kuh. Buckler. Wurden Buckler, 3 Stück. Haben wir zum Glück einen Leader mit einem etwas einfacheren Mandat. Unsere Fernkampfzeuge brauchen eher ein paar Buckler. Was sagt eigentlich unser... Oh, es füllt sich. Es füllt sich gut. Und es hält die Howler bei Laune. Was sagt das Ding hier? Das Ding sagt, es ist bald fertig. Gott sei Dank.
Und ich würde gerne irgendwie die Priorität von der Smattery erhöhen. Damit der Mason die schneller fertig kriegt. Ja, es füllt sich langsam mit Wasser. Und ich glaube, wenn das Ding mal mit 1 Wasser gefüllt ist, dann dürfte das etwas leichter gehen. Also dann dürfte nicht mehr so schnell versickern. Und das Gute ist, es regnet immer noch. Also vielleicht bringt der Regen ein bisschen was. Das weiß ich leider noch nicht, wie weit das in der Spielmechanik so implementiert ist. So. Oh, ist das Ding fertig? Ja. Gut, die Smattery ist fertig. Das muss ich doch noch mal gucken. Was für ein Furnace wir brauchen. Ach, ein Wood Furnace. Okay, den bauen wir auch mal da in die Ecke. Der braucht auch Architektur. Und einen Mason wahrscheinlich. Gut, das da unten ist schon fast mit Wasser gefüllt. Jedenfalls mit einer Einheit Wasser. Aber das Ding hier will sich wohl nicht füllen. Also können wir das auch wieder abreißen. Remove. So, das nächste, was wir machen sollten. Erst einmal kurz gucken. Unter Status war das, glaube ich. Nein. Ja, hier. Sandstone haben wir. In Sandstone sind sie beim Trainieren. Also warten wir bis Moonstone noch ein bisschen. Gucken wir uns schon mal um. Hier oben wäre nicht schlecht. Designation, Chopdown Trees. So. Dem Bereich mal die Bäume weghacken. Und ich glaube, dazu gebe ich auch meinen Trupp mal frei für den Augenblick. Squads, inaktiv bitte. Und hey, es füllt sich. Es füllt sich ganz langsam. Und da ist sogar eine Wasserpflanze gewachsen. Sehr schön. Also ja, so funktioniert das mit Wassergraben füllen sehr gut. Was sagt das Zimmer? Hier? Das Zimmer sagt, es sieht so aus, als ob es fertig ist. So, wir haben den Smelter, wir haben den Wood Furnace. Dann machen wir mal Make Charcoal. 5 Stück. Und wir haben, glaube ich, keinen Furnace Operator, der das für uns machen kann. Den stelle ich mal kurz über den Therapist ein. Das geht ja schnell. Einen Moment. Dumm, die dumm, die dumm. So, Therapist ist da. Ich würde mal sagen, ich habe einen Schmied gemacht. Also jemanden zum Smith gemacht. Der übernimmt jetzt auch Furnace Operation. Wenn ich sie finde. Siege Engineering? Nein, Furnace Operation, da ist es ja. Und zwar der Schmied, der ist hier. Ach, der hat schon Furnace Operation.